reden wir mit Thomas Heim über das fiese Geschäft mit dem Mitgefühl. Gerade vor Weihnachten haben wir wieder das Erlebnis, Thomas, ja. Die Fußgängerzonen sind jetzt nicht voll von Betrügern, aber es gibt doch immer wieder einige, die nichts Gutes im Sinne führen. Bettler, Sammler, Spendensammler und so weiter und so fort. Was müssen wir da beachten, Thomas? Man muss natürlich vorausschicken, die Fußgängerzonen werden nicht so voll sein wie die Weihnachten zuvor und hoffentlich wie Weihnachten wieder ab kommendes Jahr aufgrund von Corona. Aber dennoch, wir werden unterwegs sein in der Fußgängerzone und wahrscheinlich wird der ein oder andere Betrüger trotzdem irgendwo lauern. Das ist richtig, ja. Gerade jetzt zur Zeit, die Adventszeit, die Weihnachtszeit ist wirkt für die Menschen. Und wir stehen ja kurz vor der Kanueröffnung. Genau, auch da sind Menschen. Sind spendabler. Das ist, liegt an der Zeit wahrscheinlich, sind spendabler, ja. geben gerne was. Und auch von der Einstellung her, wollen gerne helfen, wenn ihr in Not ist. Und da muss man darauf achten, gerade wenn ihr das Kanu aufmacht, da werden mit Sicherheit dementsprechend die Leute auch dort sein, auch wenn es nur 1000 Leute rein dürfen am Stück. Es werden immer noch welche darunter sein, die es nicht gut mit dem anderen meinen, sondern auf Eigentum abgesehen haben. Thomas, jetzt kommt einer mit der Spendendose auf mich zu. Tierschutz, was weiß ich, was für ein Schutz. Wie reagiere ich am besten? Also ja, meine Meinung nach ist am besten, dass man gar nichts gibt. Wir haben heute die Möglichkeiten, mit Internet zu spenden, über alles Mögliche, Online-Banking das zu machen, Spenden zu machen. Wenn ich was geben möchte, da kann ich mir auch die Organisation raussuchen. Möchte ich dem was geben, genau. Sollte er sich ausweisen können, dass er auch wirklich für diese Institution zuständig ist oder sammelt, weil ich kann mir Büchse herrichten und kann es draufschreiben, was ich will, und dann kommt das Geld dort nicht an. Also ich möchte sicher gehen, wenn ich jemandem was gebe, dass es auch dort ankommt, wo es eigentlich hin sollte. Also die müssen das ja auch, wenn sie sammeln, auf dem Ordnungsamt anmelden. Das heißt, in der Regel haben die Genehmigung schriftlich bei sich und nach der kann ich fragen, nach dem Ausweis. Ja. Oder ich kann sagen, sind Sie morgen noch da? Dann sagt derjenige ja. Und dann können Sie auf dem Ordnungsamt anrufen. Dann kann ich es machen, ja. Sich erkundigen, ob diese Spendensammler unterwegs sind in der Fußgängerzone. Wenn ich das bestätigt komme, dann kann ich ihm was geben. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das ist kein Thema. Genau. Das Problem ist halt nur das, dass gerade aus der Weihnachtszeit auch seriöse Unternehmen oder Institutionen hergehen und diese Zeit ausnutzen wollen. Das heißt also, ich laufe die Fußgängerzone entlang und an jeder Ecke werde ich von jemandem angesprochen und Spende gebeten. Ist für mich jetzt persönlich, sage, oh, das ist nicht so okay. Ich sage dann immer, wenn ich spende, dann spende ich es direkt, nicht auf der Straße, das brauche ich nicht, weil es für mich sicherer ist. Ich kann mir diese Einheit oder die Institution aussuchen, wem ich was geben möchte. Und auf der Straße sammeln ist immer so eine Geschichte. Das heißt, ich muss meinen Geldbeutel aufmachen, rausholen. Das sind immer so Sachen, die liegen mir nicht. Ja. Und da möchte ich einfach vorwarnen, weil ich zeige dann, wo meine Sachen sind, unter Umständen auch, wie viel Geld ich dabei habe. Ja. Und Hauptthema ist aber, kommt es auch wirklich dort an? Ja, jetzt war ja eingangs der Satz, das fiese Geschäft mit dem Mitgefühl. Was ich schon erlebt habe, ein Herz für Tiere spendet, ich habe gerade keine Zeit, lauf vorbei. Und dann redet der mir doch tatsächlich, der Sammler, ein schlechtes Gewissen ein, indem er sagt, so haben Sie kein Herz für Tiere, sind Ihnen Tiere egal. Ja, das ist eine ganz fiese Masche, die man macht. Man tut also jemandem ein Schuldgefühl ein, ganz genau. Das hat. Und da sollte man erst recht nichts geben. Ja. Weil wer auf die Art und Weise um Geldgeschenke, sage ich jetzt, bettelt, der ist meiner Meinung nach nicht seriös. Das ist meine Reaktion, wo ich denke, jetzt erst recht nicht. Jetzt erst recht nicht. Ja. Würde ich auch machen, weil das ist das ist meine freie Entscheidung, ob ich was geben möchte, wem ich was geben möchte und wie viel ich geben möchte. Ja. Und das ist also auf der Straße, wie gesagt, ist das für mich sowieso kein Unding. Das Gleiche gilt, Thomas, beim Betteln. Auch vor Weihnachten haben wir wieder mehr Bettler in der Stadt. Ja. Da haben wir die Problematik mit den Banden, gell? Mit dem. Das ist so, ja, und die werden auch vermehrt auftreten. Ja. Und wenn man sich genau hinschaut, wenn da jemand da sitzt mit dem Schild, ich habe Hunger, dann steht dem nichts entgegen, wenn ich zum Bäcker gehe oder zum Metzger, je nachdem, was, ob er Fleisch isst oder nicht isst, aber wenn ich zum Bäcker gehe und ihm ein belegtes Brötchen hole, mit Käse zum als Beispiel, ist es drin. Dann wäre mal interessant, wie die Reaktion ist. Ich hatte das schon mal gemacht, ich habe es beim einen Interview früher schon mal angesprochen. Dann ist das Brötchen in der Ecke gelandet, die wollen Geld haben. Auffällig ist, auch das habe ich schon mal erwähnt, wenn man sich die Schilder anschaut und beim nächsten guckt, die gleiche Handschrift, das gleiche Format ist, der gleiche Text ist, dann kann man zu 99,9% davon ausgehen, dass dieses bandenmäßig ist. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass die Bande am Abend abgeholt wird, dass bei den einzelnen Bettlern fast nichts ankommt und irgendjemand dann da wirklich die große Kohle macht. Der macht einen großen Reibach dann. Weil die nutzen diese Spendenfreundlichkeit zu Weihnachten, zu den Feiertagen, Adventszeit aus. Ja.
Und das wissen sie auch. Ja. Und die Leute, die es betrifft oder die es wirklich brauchen, die bekommen in der Regel dann gar nichts. Aggressives Betteln ist absolut untersagt in Singen. Das heißt, wenn sich jemand in den Weg stellt, wenn mir jemand den Weg verengt, eine schmale Stelle in der Fußgängerzone und da sitzt einer, lange Beine, Hund und so weiter, ich komme kaum vorbei, stolper schier über seine Beine und so weiter, das ist aggressives Betteln. Auch die Rosenverteiler geben eine Rose aus, vermeintlich für gratis, und kommen dann da hinterher und wollen dann doch noch Geld für die Rose. Auch das ist aggressives Betteln. Thomas, jetzt haben wir immer der Vorfall, das hat jetzt nichts unbedingt mit Weihnachten zu tun, dass Menschen vor der Haustür oder auch in der Fußgängerzone angesprochen werden, zum Beispiel eine Mutter mit einem Kleinkind auf dem Arm und sagt, sie braucht dringend Milch oder Wasser. Und dann gibt es immer wieder auch vor allen Dingen ältere Menschen, die alleine leben, dass man sie mit nach Hause nimmt und zu sich in die Wohnung reinlässt. Das ist also ganz gefährlich. Ich also niemals Fremde, die man überhaupt nicht kennt, in die eigene Wohnung lassen. Wenn jetzt mal jemand klingelt und sagt, er möchte ein Glas Wasser, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich das machen möchte, kann ich es machen, aber dann bleibe ich die Tür zu und ich gehe rein und bringe ein Glas Wasser, aber lasse die Tür nicht offen. Ja. Weil in der Regel ist es so, dass er damit reingeht und abgelenkt ist und die Tür nur anlehnt. Und dann kommt der Komplize rein und filzt die Wohnung. Das heißt, die erste Person lenkt ab und der zweite hat dann Zeit, um sich umzuschauen und irgendwas mitzunehmen. Gerade wenn man in der Stadt rumgeht und jemand Durst hat, es gibt überall Stellen, wo man was zum Trinken kriegt. Ja. Im Notfall, wenn er bedürftig ist, dann hätte ich auch kein Problem, eine Flasche Wasser zu kaufen und ihm zu geben. Ja. Das zu machen, oder für den Kind eine Milch, das wäre kein Problem. Aber das mit nach Hause nehmen, das ist ein No-Go, weil ich weiß nicht, was die in Schilde führen. Ja. Und wildfremde Menschen, die man nicht kennt, sollte man nicht in die Wohnung lassen. Ja. Also Vorsicht immer, aber Vorsicht natürlich auch vor allen Dingen an Weihnachten. Aber nochmal, wir haben in Singen eine geringe Kriminalität, auch in diesen Bereichen. Und ich denke, was sicher eine Rolle spielt, ist, dass die Singener Bürgerinnen und Bürger aufgeklärt sind, sicher auch durch unsere Maßnahmen, nicht nur natürlich, da spielt ja viel eine Rolle. Thomas, und da sind die Bürger, die sich das anschauen, glaube ich, auch dankbar, dass wir das mit unseren Tipps machen. Es wird sich immer mal wieder das eine oder andere wiederholen. Wir machen es jahreszeitbedingt. Jetzt ist nun mal Vorweihnachtszeit. Und da ist nun mal High Season, sage ich mal, für viele Betrüger. Und darum haben wir das jetzt nochmal angesprochen, Thomas. Man liest ja auch in der Zeitung immer wieder Fälle, wo gerade Senioren angesprochen, angerufen werden. Ist gerade zur Corona-Zeit aktueller Fall, dass angeblich Sohn oder Enkel im Krankenhaus, im Ausland im Krankenhaus liegt und die horrenden Kranken mit der Corona-Infektion und die horrenden Krankenkosten, Krankenhauskosten dort gezahlt werden müssen. Ja. Es ruft keiner zu Hause an. Ja, genau. Und schon gar nicht die Polizei, was auch der Fall ist. Hier ist die Polizei, sie bei Ihnen wurde eingebrochen in der Nähe. Sie sehen auf der Liste drauf, Alarmglocken auflegen, Gespräch beenden. Genau. Und die 110 wählen und das mitteilen. Genau, genau. Auch der falsche Polizist. Nie reinlassen, Ausweis verlangen, dann Türe zumachen, reingehen, bei der Polizei anrufen, auch das geht. Aber wenn Sie da noch mehr Informationen wollen, jederzeit anrufen. Thomas Heim und ich, wir geben gerne Auskunft, auch in individuellen Fällen. Ja. Danke, Thomas. Gerne. Frohe Weihnachten, falls das unser letztes Video war. Tschüss.